ich habe jetzt mal ein Spiel, wo ich eine sehr, sehr gute Starthand habe. Eine sehr gute Starthand. Schauen wir mal, ob wir das auch wirklich zu unserem Gunsten nutzen können. So, du kriegst ein Band, dann muss ich da einen reinknallen. Eigentlich würde ich den Leichtstein gerne. Ja, egal. Machen wir mal Schalmin, dass wir ein bisschen mehr Karten kriegen und dann können wir gleich noch den Birk spielen. Perfekt. Können wir uns die Karten millen, die wir brauchen. Dann spielen wir Entei. Birks Beobachtung. Nur vier Karten, ist aber auch egal. Da haben wir noch mal unseren nächsten. Melden wir wieder. Aber diesmal spielen wir noch, melden wir noch zwei Feuerkarten dabei, weil ich habe jetzt Entei. Könnte wichtig sein, weil ich habe auch einen Schmied. Unheilt schwingen. Macht durch den Wahlband 60 Schaden. Hauen wir da eine dran und der nächste ist dran. Alles klar. Dann spielen wir jetzt Rayquaza. Ah, perfekt. Kommt wie gerufen. Spielen wir Kukui. Haben eine Hitzemanufaktur. Sehr gut. Und Turbosturm. 50 Schaden und dürfen jetzt zwei Karten nehmen und dranlegen. Es geht doch, läuft doch. Genauso muss das sein. Was spielt der Kraterberg? Kann der Spieler zwei Energiekarten aus seiner Abwehr auf seiner Hand nehmen? Also zwei Stahlenergiekarten ist für mich nicht wichtig. Ja, okay. Kannst du gerne machen. Registriere. Okay. So, dann gehen wir wieder auf Rayquaza. Komm. Zieh noch eine. Zieh noch eine Karte. So. Ich stelle euch das Deck jetzt gleich kurz nochmal vor. Weil. Dann lade ich dieses Video hoch. Okay, dann hauen wir jetzt einen Schmied. Holen uns die zwei Feuerenergien und Entei. Jetzt könnte ich zum Beispiel snipen. Das ist gut. Turbosturm. Mach zwei Karten dran. Ah, eine war nur drin. Okay, kein Problem. Kein Problem. Die Heilung nützt dir nichts, du bist gleich eh down. Gut. Gucken, was kriegen wir jetzt? Ein Dark Patch. Ich wechsle zu ihm, hole mein Entei. Weil ich jetzt gerade keine gute Hand kriege, dann kann ich wenigstens ihn zerstören. Zack, zack. Dann snipe ich ihn gleich, weil er kann mich, glaube ich, eh nicht besiegen. Sister. 10 HP bleiben mir noch übrig. Reicht mir vollkommen. Hier eine ran. Dann snipern wir eben sein Kamin kaputt. Jetzt kann er mich zwar besiegen, aber. Also mein Entei besiegen, macht aber nichts. Ja, okay, er hat jetzt einen Onix, aber mein Gott. Er zögert das einfach nur heraus. So. Und jetzt kommt mein voll aufgepowertes Despot da rein. Wunderschön.
Einfach wunderschön. Machen wir noch eine Karte hier dran. Spielen ihn. Mein Gott. Holen uns die Karten wieder. Einfach. Lass ich, weil ich gewonnen habe. So, so funktioniert das ganz gut. Und jetzt habe ich auch zwei Packs wieder. Das ist wunderschön. Können wir gleich noch ein Pack-Opening dazu machen? Aber das mache ich am Ende des Videos. Ich stelle euch jetzt mal kurz das Deck noch mal kurz vor. So, das ist mein Acceleration Deck. So. Das Deck, das baut auf Despota auf. Despota hat zwei richtig schöne Attacken, obwohl ich nur auf eine Attacke gehe. Das wäre einmal dieser gierige Zermalmer, 210 Schaden. Wenn ein Pokémon GX oder X deines Gegners durch Schaden dieser Attacke kampfunfähig wird, nimm eine Preiskarte mehr. Sprich, wenn ich ein Tech-Team von dem Gegner zerstöre, kann ich gleich vier Preiskarten ziehen. Das ist schon gut. Nur das Defizit ist, man braucht fünf Energien dafür. Aber da haben wir ja kein Problem mit. Wir spielen nämlich Rayquaza. Kann mit einer Double Colorless, macht er 30 Schaden. Und kann zwei Basisenergiekarten vom Ablagestapel an ein Pokémon auf der Bank legen. Yveltal kann mit einer Energie eine Dark Energie vom Ablagestapel an die Bank legen. Hier habe ich Draw Support und hier habe ich noch Entei drin. Kommen wir auch gleich dazu, weil weil hier beim Despotar spiele ich keine GX-Attacke. Ist zwar auch nice to have, aber ist einfach viel zu teuer. Und hiermit kann ich mit seiner GX-Attacke einfach Gegner mit 150 Schaden auf der Bank snipen. Und Feuerzahn ist auch noch eine schöne Attacke. 100 Schaden, Gegner wird verbrannt, also 120 Schaden, aber kann ich noch durch Walband und Kampfheitsgürtel erhöhen. So, kommen wir zu den Energien. Ich habe zwei Double Colorless, ich brauche nicht mehr. Ich habe fünf Feuerenergien und 12 Dark Energien. So, jetzt kommen wir erstmal zu dem Mill, was ich in dem Deck habe. Die wichtigste Karte ist Kampfverdichter. Ich kann aus meinem Deck drei Karten auf meinen Ablagestapel tun. Sprich, ich hau auf jeden Fall die Energiekarten drauf auf den Ablagestapel, dass ich mit Rayquaza oder mit Yveltal Despota accelerate kann. So, dann habe ich noch Finsterpflaster, auch eine Acceleration-Karte, lege eine Energiekarte vom Ablagestapel dran und Elixier, lege von deinem Deck Dings dran. Ne? Ist zwar ein bisschen mit Luck verbunden, aber sollte funktionieren. So, dann habe ich noch ja, ganz viel Dwarf Support drin. Also hier habe ich jetzt erstmal die Standardkarten drin für Verstärkung und alles. Macht 10 Schaden mehr, 40 zusätzlich KP, ist ziemlich gut, aber nur an einem Basis-Pokémon. Da ich aber nur Basis-Pokémon habe, ist das, ne, ganz gut. Dann Leichtstein zum Retreaten, Free Retreaten, dann Walband für mehr Schaden. Der Schmied, absolut gute Karte. Lege zwei Feuerenergiekarten vom Ablagestapel und eins deiner Feuer-Pokémon. Sprich, falls ich das brauche, habe ich direkt in einer Runde seine GX-Attacke bereit. Dann habe ich Dwarf Support drin, Hitzemanufaktur. Ich kann drei Karten ziehen, wenn ich eine Feuerenergie wegwerfe. Ich habe zweimal Guzma drin, ich habe zweimal Cynthia drin. Ich habe Geraldine drin, um mir einen Hyperball zu holen. Damit kann ich auch nochmal Karten wegschmeißen und dann eine Karte holen. Zum Beispiel dann, wenn ich den noch nicht habe, Zombiris Despotar. Genau. Dann habe ich Kampffahnder drin, Adressbücher oder ein Buch, Feldgebläse, falls ich mal Retreat brauche, aber später Schaden brauche, dann kann ich das nochmal ändern. Falls ich ein paar Viecher verliere, Rocco ist eigentlich auch so ein Standard in meinem Deck, spiele ich immer einmal Rocco, dass ich auch weniger Decktod anfälliger bin. Dann Kukui für Schaden, Dwarf Support, Major Bob finde ich super gut. Ich kann drei Unterstützungskarten spielen, falls ich weniger Preiskarten habe. Absolut gute Karte. Und Top-Tränke. Top-Trank ist
eine absolute Staple-Karte, falls ich es nicht schaffe, innerhalb ein, zwei Runden ihn voll aufzupowern und er mein Main-Pokémon ist, aber er Schaden kriegt. Auch wenn er jetzt drei oder vier Energien drauf hätte, ich würde ihn trotzdem mit Top-Trank heilen, weil ich die Karten ja so schnell eh wieder kriege. Dass er noch halt ein bisschen länger überlebt. Ja, das war so das Overall. Das ist jetzt so das Deck gewesen. Das ist ganz cool. Und jetzt möchte ich kurz, wie versprochen, noch die zwei Packs öffnen. Es sind leider nur gelockte Packs, aber das macht ja nichts. Ich hoffe mal auf Mewtwo, das fehlt mir auch noch. Oder vielleicht eine schöne Goldkarte. Gucken wir mal, was das so gibt. Ah, schade. Und noch eine Runde. Ja, das ist doch schon mal was. Argoyon GX, was kann er? Ultrawandlung, einmal wenn du es zugehst, kannst du eine Ultrabestie aus deiner Hand, aus deinem Ablagestapel legen. Wenn du das machst, hier drei Karten. Naja. Okay, wenn man halt ein Bestiendeck spielt. Okay, aber es gibt. Naja. Ist halt ein bisschen Dwarf Support, ne? Toxinschuss, lege zwei Energien von diesem Pokémon auf deinem Ablagestapel. Diese Attacke fügt ein Pokémon deines Gegners 170 zu. Oh, ein 170er Sniper. Das ist ziemlich nice. Eine Elektroenergie. Füge eine Karte aus dem Ablagestapel deines Gegners, verdeckt seinen Preiskarten hinzu. Oioioi. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen Trolling. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Ja. Ist aber. Ja, kann man machen. Kann man machen. GX ist halt, kann man nur einmal pro Spiel benutzen. Aber es kann spielentscheidend sein, dass der vielleicht noch eine Preiskarte mehr kriegt. Ne? Ja, kann man machen. Ja, okay. Ja, das war's. Dann danke schön, dass ihr zugehört habt.